Ja, der Herd ist halt leider drunter. No. Oh ja. Ich habe das Gefühl, die Wände sind wie Pappe. Ich hätte erst gehofft, dass mein Bohrer so geil ist. Die Wände sind einfach nur schlecht. Ja, ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. So, ich würde jetzt ja. Ich würde dir jetzt. Wie sieht das hier aus? Hey, es ist halt eine Baustelle. Ja. Das ist schon die perfekte Pfanne gut zum Löten. Okay, es ist blau, also ist da ordentlich Temperatur drauf. Ja, 450 Grad werden die. Für die Flamme. Schön, dass das jetzt so schnell funktioniert und dass sie wieder gut brennt, ey. Gut. Was genau musst du damit gleich machen? Was meinst du? Mit dem Lötkolben? Ja, hier die Wasserleitung rüberziehen, mittig unter der Spüle. Ich würde sie eigentlich mit Meshi-Verbundraum machen, aber. Ach, die Kupferrohr dann irgendwie zusammenfügen, oder? Ja, Kupferrohr habe ich ja hier. Normal würde ich es mit Meshi-Verbundraum machen, aber das ist zu teuer. Und das habe ich gerade nicht. Ja, ach, und wir deswegen, nehmen das, was wir kriegen. Ja, und deswegen löte ich hier ein bisschen oldschool, ne? Das Ding da rein, die Muff, misst hier mit der Wand, das sind ungefähr 6,5. Jetzt nehme ich hier das Maß von der Schelle. So, Mitte ungefähr. Zeig mir das hier an. Das ist ungefähr hier die Mitte. Und soweit schraube ich hier für eine Wand rein. Brauche ich hier nicht diese ganze Messerscheiße machen. Wo ist mein Akkuschrauber? Der ist trocken. Nee, ist eine Bohrmaschine. So, nehmen wir uns jetzt ein passendes Bit. Normalerweise ist es immer Stoffschraubentox 25. Müsste Tox 25 sein, ja. Sind das die Schrauben von gerade oder hast du noch größere gefunden? Das sind die Schrauben von gerade. Okay. Also. Noch ein Teil, du bist hier maximal nur eine kleine Zange und ein 13er Schlüssel. Hier jetzt richtig fest. So. Jetzt gucken wir mal wieder den Abstand. Wieder raus. Und jetzt werden wir nun. Und da werden die Rohre durchgeführt. Richtig. Schmeiß es mal in den Müll. Ein gutes Maß. Und dann nehme ich immer jetzt mit dem Abflussgriff. Und dann nehmen wir das wirklich sein Maß, weil der Rest kann man sich so geben, wie man will. Abfluss braucht Gefälle. Weil Abwasser ist ein bisschen dumm. Normalwasser ist nicht dumm, das ist auch krumm. Verstehst du? Einmal den Bogen fest. So. Jetzt nehmen wir die Schraube von da unten. Und drehen dann da rein.
Jetzt die unten. Unten. Jo, gefällt der Platz besser da draußen. Und dafür muss das diese leichte Neigung haben. Ja, ja. Okay. Zum Abschluss, ne? Das ist mehr als genug Gefälle, das war echt dick. So. Gut. Aus. Ja, schwierig, ne? Bisschen vermitteln. Und den hier. Fest. Mit beiden Händen. Deswegen Flutschmittel. Das Zeug benutzt auch schon ewig, oder? Was? Dieses Mittel? Ja, sonst ist alles scheiße. Kriegst nichts hin. Du bringst ja nichts. Alter, der Wandabstand ist aber auch echt enorm, ne? Also auf die Küche. Das ist alles scheiße, ich würde das ja lieber unter kurz legen, ne? Aber das ist dann ein bisschen zu viel Aufwand, glaube ich. Einfach hier rausstemmen und rüber. Wollen wir nicht machen, ne? Nein. Brauchen wir nicht. Ja, aber wir haben hier einen Abstand von die Küche. Wie heißt das hier? Wir kommen hier nur in halb raus. Kante. Ja, aber wie lange willst du dann hier noch am Gange sein? Das werden wir doch wohl nicht dieses Wochenende schaffen. Nee. Wir haben ja auch keinen Stemmer hier. Ich will nur meine Bohrmaschine will ich da nicht für vergewaltigen. Und meine Mutter will ja auch die Küche haben. Ja. Ja, nehmen wir jetzt hier mit Abfluss an. So. Eckventile sind immer 15 auseinander, das ist ein genormtes Maß, ne? In der Höhe vom Mittelabfluss von 57. 60 wäre das noch cool. Wie hoch ist die Küche? Wie hoch sind die Schränke? Nimm dir ins Vorschau und misst doch mal kurz. Oder guck, deine Mutter hat auch einen Küchenplan. Guck da mal rein, wie hoch die ganze Scheiße ist. Nicht, dass wir hier uns den ganzen Weg verbauen. Da oben ist die Wasserhähne noch zu, oder? Offen, ja, offen meine ich auch. Offen. Machen wir hier später drauf. Was ist denn das hier genau? Das sind Wandscheiben. Da kommt später hier das Doppelspindel-Eckventil drauf. Das ist der kalte. Und das hier der warme. Da kommt ein normales Eckventil drauf. Die Spülmaschine, ne? Richtig. Ah. Und für den Wasserhahn. Kommt nichts mehr? Nee. Sicher? Ja. Gut, dann dreh den Schrauber ab, mit dem den Lüfterschlüssel hat, nimm dir den 30er Schlüssel, dreh die Kappe ab und dann drehst du das Doppelspindel-Eckventil ab. Alter, kommt die Scheiß hier weit aus der Wand raus. Ohne Flex. Das ist ja. Ohne Flex. Wo ist die? In der Garage, linke Garage, glaube ich. Was? Ich muss ja hier rüber drücken, ne? Also, um normal zu bauen, ist scheiße. Ungefähr 1,5. Macht der dich da Zollstock dreckig? Okay, der Zollstock ist ein bisschen Arbeitsplatz, ne? Das ist klar. Passt? Ja, ist auf 1. Was heißt auf 1? Ja, ist, ist doch. Wie gesagt. Ja, so ist Einstecktiefe. Da ja. Bist du links. Cool. Ganz viel Gefühl muss da reinbringen. Sieht das gerade aus? Ja, ne? Ja. So, ne? Gut. Das ist so furchtschnell. Das macht man eigentlich nicht mehr. Oh Mann, ey. Oh Mann. Scheiße, ja, komm. Wenn jetzt Dani nicht über Fusch gesprochen hätte, hätte doch keiner drauf geachtet. Nö, ich wüsste nicht mal, dass es das ist. Ja, ich meine, du kannst es machen, ne? Ich find's schön in der Hand, ne? Ach so. Du
Mundhöhle ist auch einmal fest. Hier. Das weißt du? Ja. Okay. Das früher gehört das Markus. Flex, flex. Aber ich glaube, die Version, die Markus hat, ist doch noch nicht. Ja, das ist von Saltatio Mortis und Eskimo Callboy. Das ist nur Eskimo Callboy. Ja, die haben ja ihren Namen geändert. Electric Callboy. Ich halt schon. Jetzt halt hier mal fest. Bisschen tiefer. Guck mal hier drin drücken. Ja, ne? Keine Ahnung. Ein bisschen hier wegmachen. Was ist das eigentlich für Zeug dazwischen? Flussmittel. Damit sich das Zinn durch die kapillare Wirkung, die bei der Hitze entsteht, in die Muffe reinzieht. Und jetzt ein bisschen halten, dass ich das hier nicht verbinde. So gerade halten, ja? Am besten an beiden Enden. Komm mal hier runter. Stillhalten. Meine Fresse. Oh, da tropft es. Ja, erst in der Woche noch was hochlaufen. Ich weiß es nicht. Also da vorne von Wasser, der ist nicht offen. Ne? Sollen wir den vielleicht mal aufmachen? Ist hier unterhalb der Ebene, ne? Ja, gut. Erfahrungswerte. Ja, ich sag's dir, boah, das Scheiße. Das ist Partymusik, ne? Ja. Kann man so, ne? Ja, das brauchen wir so fest. So, halten jetzt. So, halten jetzt. Jetzt ein paar schöne Bilder. Boah, das wird so heiß, ne?
gerade. Also hier für die Seitenstütze. Dann mach so, dass es reingeht. Einfach reingehen, dann reinknallen. Nassen Lappen, irgendwas nasses hier. Kopf ein bisschen anfeuchten, dass mir hier nicht alles gleich verbrennt. Hoffentlich reicht das. Reinschrauben. Ganz kurz der Kontakt stimmt auch nicht so, aber ja, komm, das zieht sich mal nicht. Ja, das passt schon. Meintest du das oder was? Wie was? Was meintest du, was jetzt nicht ganz gerade ist? Nee, das halt das hier, das mit dem Loch, da die Schraube ist dann halt jetzt nicht so drin, sondern so. Ja, Alter. Was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, ich dachte nur vorher. Ja, da kannst du nichts machen. Scheiß drauf. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir. Die ist nicht gerade, das nervt hier. So, aber zu kurz, wir müssen eine gute Knuffel dran löten. Schönes anders, ne? Was ist denn da für ja, wenn das hinter den Möbeln versteckt wird. Ja, nervt mich trotzdem. Bei jedem Lötstelle ist eine Schwachstelle. Mhm. Euer He-Man. Beim Schweißen war es anders, oder? Ja. Da war ja doch die Schweißnaht stärker als das eigentlich, oder? Ja, das war auch. Da ist halt unmittelbar daneben, ne? Wow. Und nicht nach unten kippen, sondern dass es gerade reinkommt. So. Sonst fällt das Möhrchen raus. Ja, schnell. Richtig rein, richtig rein. Komplett rein. Rein. Gut. Da ist schon zu viel Hanf drauf gemacht. Ich habe einen Lötkolben dabei. Eben. Damit kriegt man Holz. Doch, das geht gut. Nee, Christopher, geht nicht. Na gut, man braucht halt. Das ist wie ein Streichholz, einen Ofen anzünden. Man braucht doch irgendetwas, was. Das geht so wieder aus nach einer Zeit, oder? Das sind 450 Gramm, wenn es erstmal glüht, glüht. Wenn es glüht, dann gut. Ist es genau. Man muss aber ganz schön lang schon draufhalten. Ja, ihr habt doch noch einen großen Brenner, ne? Ja. Wenn da noch was drin ist. Ist das Zeug teuer? Was? Ja, man muss ja nichts verschwinden, ne? Ah, du hast schon recht.
Ich setze den hier rein. Achso, das war schon mal der Lieber. Wir kommen noch irgendwo vorbei, ja gut, siehst du. Passt perfekt. Ja, ich wollte erst mit Bogen drauf machen, aber das war mir dann zu eng. Wären wir nicht noch vorbeigekommen. So, das war mein Lieber. Ja. Also, wenn du willst, ich sag dir schon, wenn es passt. Wenn du das Gefühl hast, dass das von innen sprengt, dann lässt es bleiben. Wir können auch das AT wegnehmen, wenn du willst, ne? Das AT? Achso, nö, also stört mich eigentlich nicht. Was du meinst? Also, ja, wir können es auch wegnehmen, wir sind einfacher. Nee, ist doch unnötige Arbeit. Ich habe vor allem nicht verlötet. Ey, ich gehe gleich kaputt. Wenn der Brenner nicht funktioniert, wie ich will, ne? So. Das zweite Rohr ging jetzt recht schnell dran. Hm? Das zweite Rohr ging jetzt recht schnell dran. Ja, weil du hier nicht so viel rumschneiden musst. Ne? Welches ist davon kalt, was warm? Muss ich gerade überlegen. Das ist warm. Okay. Das ist halt das Ding, du musst hier so legen, dass das auch wieder passt. Ne? Und dann nicht überkreuzen und so, deswegen sieht das hier so scheiße aus. Naja, ich finde, das sieht nicht scheiße aus. Findest du, das sieht gut aus? Jo. Das sieht schon gut aus. Holen wir mal eine zweite, da, eine halbe Zoll Kappe.